Ja, hallo zusammen. Jetzt geht's weiter mit dem nächsten Teil von unserem Mondbild. Ich habe schon mal einmal hier oben angefangen. Heute verwenden wir Orange und Rot. Orange für die hellen Teile und Rot für die dunkleren Teile. Dann können wir, wenn wir die Farben mischen, schöne Übergänge erzeugen. Wir haben ja mit dem Blau schon untermalt bei den Blüten. Diejenigen Teile, die im Schatten sind, nochmal zur Erinnerung, das Licht kommt von hier links oben, geht hier runter. Das heißt, die Teile hier sind jeweils im Schatten. Hier habe ich mit dem, bin ich mit dem Orange schon mal rübergegangen, damit ihr sehen könnt, hier ist das ganz normale Orange und hier seht ihr das Orange über dem Blau und da ist ganz klar dunkler. Ne? Das ist nämlich nur ein bisschen rot. Ach so, ja genau, das male ich alles mit dem Flachpinsel Nummer 12. So, kann hier nochmal drüber gehen. So. Hier ist ein bisschen Misch, dann kriege ich hier schon meine erste Blüte. So, ihr seht auch hier, gehe ich gar nicht exakt vor, sondern ich male einfach so drauf los, nehme den Pinsel wieder so wie gestern auch. Gestern, ihr wisst ja gar nicht, wann ich das Video gedreht habe, also wie beim letzten Mal, wie beim Teil davor. Ich nehme den Pinsel relativ locker und male dann halt drauf los. Der Teil hier von der Blüte, der ist in jedem Fall im Licht, das heißt, hier nehme ich das Orange pur. Wenn die Ränder ein bisschen ausgefranst sind, das ist nicht schlimm. Zum Blau hin, dann hinten wieder ein bisschen dunkler. So, und so geht es die ganze Zeit weiter. Wieder ein bisschen heller hier oben. So, und schon habe ich die erste Blüte soweit fertig. So, die ist mal hier unten noch nicht dunkel genug, deswegen gehe ich hier nochmal mit dem Rot drüber. Wenn ihr mal schaut, genau hinguckt, dann seht ihr, dass es jetzt richtig hier nochmal richtig rausknallt und jetzt sowieso einen dreidimensionalen Effekt hier vorne, die Blüte, der Blütenteil. Da scheint das Licht ja praktisch durch zwei Blütenteile durch, nämlich durch den hinteren und durch den vorderen. Und deswegen ist logischerweise dieses Blatt dunkler als das dahinter. So. Okay, und so nach dem Schema machen wir jetzt weiter. Ups, falsche Farbe. Orange nehmen. Da, der Teil ist orange, weil da das Licht direkt drauf fällt. Also, nee, weil hier nur das Licht durch ein Blatt durchfällt. Der untere Teil hier, da fällt es durch zwei Blätter durch. So, hier unten ist es dann ein bisschen dunkler, das ist auch schön. Können wir gleich hier weitermachen. Hier ist das Gleiche. Da muss ich ein bisschen exakter arbeiten, damit ich hier nicht meinen Stängel übermal. Okay. Dann wieder ein bisschen Orange nehmen. Und fertig ist die nächste Blüte, die drunter liegt. Wenn die jetzt nicht hell genug ist, dann können wir auch noch ganz klein wenig mit Weiß aufhellen. Und zwar einfach aus dem Grund, damit ich die Blüten besser voneinander unterscheiden kann. Nämlich ein ganz klein wenig, ganz klein wenig Weiß. Gehe hier nochmal drüber. Mal den Teil noch ein bisschen heller. So, okay. Kann ich hier gleich weitermachen? Ist egal. Ihr seht, ich gehe auch gar nicht so exakt an den vorgezeichneten Strichen entlang, sondern mache das relativ locker. So. Und jetzt seht ihr, wie wichtig diese Voruntermalung war. Weil ich jetzt so simpel Schatten kriege, ich muss mir da überhaupt keine Gedanken machen. 0, nix habe ich hier meine Schatten. So, genau. Also ich zu wenig Orange. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so spannend ist, mir dabei zuzuschauen, wie ich die Blüten immer und immer wieder nach dem gleichen Schema ausmale. Ich male jetzt noch ein bisschen was, male ich euch noch vor sozusagen und dann schalte ich aus und mal es dann in Ruhe zu Ende und dann könnt ihr ja gleich nochmal sehen, wie das Endprodukt aussieht. So, hier habe ich jetzt noch ein bisschen Weiß zugefügt, weil ich möchte, dass diese Blütenfahne hier oben besonders hell wirkt. So, dann machen wir hier weiter.
Das mache ich wieder etwas heller, damit es schön gegen den dunklen Rand hier, dass ich hier hell gegen dunkel habe. Damit kriege ich halt einen besonders guten dreidimensionalen Effekt. So, nehme ich wieder ein bisschen rot. Mal den anderen Teil der Blüten. Und nach dem gleichen Schema geht es hier weiter. Knalliges Rot. Übergang zu Orange hier. Mehr Rot noch, damit hier die Blüte so ein bisschen rauskommt. Jetzt sieht man, dass die Blüte vor der hier ist. Und hier oben wieder die mit Orange die anderen Blütenblätter dagegen malen. Also ich habe bei meinem Muster sozusagen, da habe ich die Ränder sehr ungenau gemacht, das mache ich jetzt auch. Ich gehe mit dem Flachpinsel, ich setze den einfach so auf und schiebe den so ein bisschen nach oben. Damit kriege ich so einen eher ausgefransten Rand, weil wenn der Rand ganz gerade ist, dann sieht das ein bisschen künstlich aus. Ne? Hier mache ich das auch so. So, jetzt habe ich einen schönen Rand, also war es nur ganz gut, dass die Kamera an war. Okay, ich male jetzt die restlichen Blüten auf und dann geht es gleich weiter. So, hier haben wir schon also das fertige Produkt. Ja, wenn ihr mal genau hinguckt, dann führt es mal ein bisschen näher ran. Dann könnt ihr sehen, dass ich zum Teil sehr dick die Farbe aufgetragen habe. Ich mag das bei den Blüten, dass die so ein bisschen eine dreidimensionale Struktur kriegen. Ja, und dann fangen die halt seitliches Licht, wenn das Bild mal hängt, fangen diese Strukturen seitliches Licht nur ein und reflektieren das, wenn man Glück hat, auch noch in Richtung Betrachter, damit leuchtet halt so eine Blüte nochmal doppelt schön. Okay, der nächste Schritt wäre jetzt, dass wir die Blätter und die Stiele jetzt mit mehr Helligkeit versorgen, weil ihr seht, das ist jetzt von den Farben her passt das noch nicht so toll. Und schon vorbereitet, also dann nehmen wir wieder unser Chromoxidgrün und mischen jetzt, weil wir es heller haben wollen, einfach ordentlich Gelb dazu. So. Das ist eine schöne Farbe. Ihr seht auch wieder hier, ich mische die Farben nie, also nie, meistens, nicht ganz. Weil wenn ich jetzt das als Stielfarbe verwende, dann habe ich praktisch immer gleich mehrere Farben, je nachdem wie die unten am Pinsel verteilt sind. Und dann wirkt es halt nicht so langweilig. Oh, da ist ein roter Fleck, der muss weg. Ja, jetzt wird er immer größer. So. Der wird nur übermalt, keine Sorge. Okay. Genau, da wollte ich euch dann auch noch eine andere Technik zeigen, aber jetzt nicht. Jetzt machen wir mal eben den ersten Stiel. Ich fange mal hier unten an. Und ich gehe, versuche ein bisschen links an dem Stiel zu bleiben, sodass das Dunkle rechts erhalten bleibt. Warum das Dunkle rechts? Nochmal, das Licht kommt von da, das heißt, der rechte Stielteil ist dunkler. Deswegen habe ich auch erst mit der dunklen Farbe angefangen. So, zack, zack, okay. Jetzt machen wir den ersten Grashalm. Dazu nehme ich wieder den Flachpinsel Nummer 8. Und ich möchte jetzt hier auch diese helle Farbe vor allen Dingen auf der linken Seite haben. Gebe ich sogar noch ein bisschen Weiß dazu. Ein bisschen mehr Helligkeit haben. So, jetzt sieht es besser aus. Also die eigentliche Kunst beim Malen liegt immer da, dass man halt genau die Farbe trifft. Und das ist ein bisschen schwer zu erklären. Das ist die Schwäche praktisch von allen Lehrbüchern, weil das kriegt man halt nur raus, wenn man es immer und immer wieder ausprobiert. So, jetzt hier, das knallt richtig schön raus, so mag ich das. Ja, super. Habt ihr gerade gesehen, wie das da oben hier, da ist es richtig gelb. Ne? So, da unten lasse ich das ein bisschen verlaufen, weil unten soll mehr Schatten sein.
nehme ich noch ein bisschen von diesem helleren Grün hier und setze es hier nochmal drüber. So, dann ist mein Grashalm hier eher im Gelblichen. Das mag ich aber, das finde ich gut. Hier auch. Noch ein bisschen heller drüber hier. So. Vor allen Dingen im oberen Bereich, wo natürlich mehr Licht ist. Ne? Oben ist mehr Licht als unten, unten ist mehr Schatten. Hier bei dem Grashalm am Rand, da mache ich nicht so viel, weil der natürlich voll im Schatten ist. So, und jetzt sieht man schon, die Farben, die passen jetzt einfach viel besser zusammen. So, okay. So, dann machen wir jetzt ein paar Stiele. Ich bin halt etwas zittrig mit der Hand. Vielleicht seht ihr, dass ich den kleinen Finger aufstütze, damit ich mehr Kontrolle habe. Muss ich nur aufpassen, dass ich nicht genau in das frisch gemalte aufstütze, weil sonst, sehr klar, gell, sonst drücke ich, dann habe ich einen Abdruck, den ich dann immer weiter hier weiterführe. Also, hier abstützen. So, und hier abstützen und zack, fertig. Zack. Oh, ist ein bisschen dick geworden, aber das macht ja nichts. Das ist ja ein lockeres Bild, da kommt es nicht auf Perfektion an. So. Vielleicht nur ein Tipp, das kann man jetzt hier oben sagen. Hier oben würde ich gar nicht so viel machen, weil die Stiele unterhalb, in der Blüte natürlich dunkler sind. Der Teil kriegt nur die Sonne ab. Da kann ich jetzt nur ist heller machen, aber der zum Beispiel nicht, da würde ich gar nichts machen. Erst ab hier, den Teil lasse ich noch dunkel. Damit erreiche ich ein ganz klein wenig mehr Dreidimensionalität. So, auch hier fange ich erst hier an, mache dann hier weiter. So. Okay. Hier oben mache ich schon, obwohl es auch im Schatten ist, mache ich hier noch ein bisschen was, weil ich möchte, dass dass dieser Stiel noch ein bisschen so rauskommt. So. Okay. Hier noch, hier noch, hier noch. So, und jetzt kommt der letzte Knaller. Jetzt nehmen wir uns noch ein bisschen mehr Gelb. Und nehmen wir uns ordentlich Weiß. Jetzt mache ich nämlich die Helligkeiten. Wir sind dann eigentlich schon fast fertig mit dem Bild. Im nächsten Teil werden wir dann noch die Kapseln uns vornehmen und dann ist das Bild schon fertig. So, jetzt habe ich ein bisschen viel Farbe drauf. Jetzt mache ich wirklich nur noch so Farbkleckse. Also hier, sagen wir mal, wäre ein bisschen Licht. Hier wäre Licht. Hier wäre Licht. Da kommt das Licht bis dahin. Da ein bisschen was. Da eher hier in der Mitte, den Grashalm, dem gebe ich jetzt nochmal ordentlich Bums mit hier, so. Dem gebe ich hier noch ein bisschen was mit, noch mehr Weiß. Oh, da habe ich den habe ich ganz vergessen, macht nichts, so. Den machen wir komplett hell, den machen wir ab hier hell, der kriegt nur hier unten was, das oben ist wahrscheinlich im Schatten, der auch noch ein bisschen was, der, da ist alles, fast alles im Licht hier, so. Im Licht. Ah, so, jetzt ist genau das passiert, was ich vorhin gesagt habe. Na, jetzt habe ich hier einen Abdruck. Den will ich jetzt ganz schnell wegmachen. Hier ein bisschen Wasser. So, das ist immer Vorteil bei Acrylfarben. Kein Problem, kriegt man schnell weg. So. Das ist jetzt der ganze Trick. Damit kriegen wir Dreidimensionalität rein, wir kriegen mehr Farbe rein. Also der Bildaufbau nochmal geht immer los von dunkel zu hell.
Das ist jetzt zum Beispiel eine ganz wichtige Stelle. Hier habe ich den hellen Stielteil und hier drunter die dunkle Kapsel. Ja, und das macht halt ein gutes Bild dann schlussendlich aus. Oben noch was hin. Das ist wahrscheinlich fast alles im Dunkeln, nur ganz klein Schimmer noch. So, schauen wir nochmal, wo wir noch was korrigieren können. Ja, da quält man noch was nicht. Und zwar diesen einen, den ich da vergessen habe. Der ist mir zu hell. So, dann male ich hier nochmal ein bisschen grün nach. Dann passt es. Gut. Ich würde sagen, schön genug. Ein bisschen Helligkeit. Dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder, wenn wir uns mit den Mondkapseln beschäftigen. Und das ist eigentlich auch relativ simpel. Ja, komm, ich kann einfach nicht aufhören, es muss noch heller werden. Das ist richtig spannend, was da passiert, wenn man da so Sonne drauf strahlen lässt. Ne? Ja, richtig weiß, ein bisschen viel. Ja, nochmal einfach so wie ich lustig bin, mache ich hier noch was drauf. Ja, hier auch noch ein bisschen. Also es macht wenig Sinn zu versuchen, das, was ich hier mache, genau akkurat nachzumalen. Das ist halt das, was ich euch auch vermitteln möchte. Das Entscheidende ist das Gefühl, halt, das ihr dabei habt, wo ihr sagt, Mensch, jetzt geht es gut ab und das habe ich jetzt gerade. Deswegen kann ich jetzt auch nicht aufhören. So, jawohl. Jetzt geht es richtig, gerade erst richtig los, oder unten habe ich auch geschmiert. Naja, das macht nichts, sieht man kaum. Gell? So, hier nochmal mein Grashalm ein bisschen heller machen. Dass da noch ein bisschen mehr rauskommt, den auch. So, jetzt gefällt es mir noch besser. So, in dem Zustand lassen wir es, gleich sehen wir uns bei den Knospen wieder.